Meine Damen und Herren, Helene Fischer. Vielen Dank, Herr Furz. Habe ich jetzt rote Lippen? Und wie? Oh Gott, das haben wir so nicht geübt. Ja, du hast besonders schönen Lippenstift drauf. Siehst toll aus. Dankeschön, wunderbar. Du auch. Danke dir. Ach, schön. Immer wieder komisch, ne? Ja, ist schon seltsam. Sag aber mal. Schön. Ja, ich freue mich total. Und ich habe ja gerade diese Aufnahme den Zuschauern noch mal vorgespielt, mit der du dich damals beworben hast. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns ja noch überhaupt nicht. Nee. Wie sahen da eigentlich deine Träume aus? Erzähl mal. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht mit dem ganz großen Traum, auf der Bühne zu stehen. Eigentlich hatte ich den Plan nicht, Sängerin zu werden. Das hat sich ehrlich gesagt ergeben und ich bin sehr dankbar, dass sich das ergeben hat. Denn diesen Weg, den kann man nicht planen und ich bin einfach wahnsinnig glücklich und es fühlt sich einfach friedvoll an und ich habe einfach ein tolles Team, ich habe ein tolles Management, aber ich habe auch ein ganz tolles Publikum, denn ohne meine Fans, ohne das Publikum würde ich natürlich heute nicht hier stehen. Eigentlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen, ehrlich gesagt. Für dich sind viele Träume wahr geworden. Du bist eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Du hast davon geträumt, einen Traummann kennenzulernen. Den hast du jetzt auch noch. Also besser kann's eigentlich gar nicht mehr werden. Ja. Nein, aber mal ganz im Ernst. Ich glaube, viele Zuschauer stellen sich bestimmt die Frage, wie man seine Träume so erfolgreich verwirklichen kann. Wie kann das? Schwierige Frage, denn natürlich, wie gesagt, es gibt keinen Masterplan. Man muss einfach an sich glauben, man muss auch natürlich an sich arbeiten. Man darf sich und muss sich auch weiterentwickeln. Und meine Devise ist einfach, sich inspirieren zu lassen von allen möglichen Dingen. Also wenn ich so an meine Shows denke, dann kommt da auch immer wieder die Frage auf, wo holt ihr euch eure Inspiration? Das ist einfach... Ich nehme einfach alles auf und ich versuche einfach den Menschen viel Freude damit zu machen. Natürlich mache ich mir wiederum eine große Freude, auf der Bühne zu stehen und einfach das auszuleben, was ich gerade mag. Also was mir am meisten Spaß macht. Das ist das Schönste, was ich eigentlich erleben darf. Schön. Und apropos Weiterentwicklung, kannst du dich noch erinnern, wie alles angefangen hat? In unserer Hochzeitsfestshow 2005 war es, hattest du deinen ersten Fernsehauftritt. Schau mal, wir haben ein paar... Bilder nochmal von damals. Süß, wir zwei. Hm? Schön, oder? Da waren wir ja noch kein Paar. Nee, man muss auch sagen, das war ja nicht Liebe auf den ersten Blick. Ne? Nee. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hast du damals über mich gedacht? Das würde mich interessieren. Ja. Warum lachen Sie da? Also jetzt Moment, ich würde das gerne mal wissen. Also ich muss sagen, er war, als wir uns kennengelernt haben, schon damals wahnsinnig nett. Und ich fand ihn... Siehste? Ganz bezaubernd, aber du warst auch jetzt nicht so die Perle, muss ich sagen. Da bist du jetzt mittlerweile, also Moment, jetzt, Moment, da, Moment, bin ich, Moment. Da bin ich komplett dran schuld, ne? Naja, von wegen. Ja. Du warst mit mir noch nie beim Einkaufen, beim Friseur bin ich, du bin ja schimpfst auch nicht. Du mich danach. So, also an dir lag es jetzt nicht, aber man ändert sich ja natürlich, man entwickelt ja, Gott sei sich Dank. Weiter. Gott sei Dank, aber du warst damals auch noch nicht so heiß wie heute, das muss man jetzt auch mal sagen. Du. Also das war so... Wir haben uns beide einfach entwickelt, ja, das muss doch mal so stehen. Ja, genau, ja. Genau. Du dich noch ein bisschen besser als ich, das muss ich jetzt persönlich sagen, sonst kriege ich morgen... Was willst du jetzt eigentlich hören, hä? Nee, gar nichts. Weißt du was, wir ändern jetzt einfach das Thema. Wir wechseln das Thema. Wir wechseln das Thema. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie oft wir dich hier in dieser Show überrascht haben? Ich kann das gar nicht zählen. Es war auf jeden Fall eine Menge. Ja, Mann. Also ganz, ganz oft immer mit entweder goldenen oder sonstigem oder ja, Überraschungen auf der Autobahn. Genau. Überall haben wir dich überrascht. Ja. Und das Schöne ist, der Mann, der sich diese Überraschungen immer ausdenkt, also der immer wieder diese Ideen für diese Show hat, der sozusagen der Koch ist, der immer wieder ein tolles Menü zubereitet, das ich dann Ihnen präsentieren darf, der hat genau heute... Geburtstag. Und ich weiß, er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn überrascht. Und er möchte jetzt haben auch wir weglaufen. Uns, er läuft gerade schon weg, aber er kommt nun jetzt nicht mehr aus. Ja. Einmal gratulieren wir ihm jetzt. So. Übrigens, wir haben irgendwo der Blumen. Mann heißt Michael Jürgens. Die sind stellvertretend vom Team. Ich als Frau darf dir die Blumen überreichen, okay? Alles Gute. Michael, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Mann, mit dem ich seit 10 Jahren diese Sendung machen darf. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Und er hat heute, wie gesagt, Geburtstag. Einmal müssten wir ihn vor die Kamera zerren. Normal mag er das nicht. Dein Applaus, Michael. Auf viele schöne weitere Jahre. So. Bevor er uns jetzt umfällt, lassen wir ihn wieder in Ruhe. Er hat jetzt die Gesichtsfarbe so ein bisschen verändert. Aber ist ja auch mal schön. Wie meine Hose, ne? So ein bisschen. Ja, ja. Aber es ist ja auch mal schön, dass die Leute, die einem normalerweise immer überraschen und die sich das alles ausdenken, dann selbst mal überrascht werden. Absolut. Und apropos Überraschungen, ich begrüße jetzt auch noch Überraschungsgäste, nämlich für dich. Ja, sind nämlich auch wieder welche da. Ja. Und zwar Ernie und Bert und ihre Freunde. Herzlich willkommen bei uns. Guck mal, die sind für dich gekommen. Überraschung! Mensch, die zwei kenne ich doch ganz gut. Ernie und Bert und ihre Freunde. Natürlich, wir gehen mal zu den Freunden, zu Ernie und Bert. Hallo. Hallöchen. Hallo, hallo Helene, hallo Florian. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Hallo. Uns geht's gut. Geht's euch auch gut? Oh ja. Oh, ja. Das ist eine tolle Sendung. Wir haben unglaublich viel Spaß. Ja, wir haben auch Spaß. Das ist schön so. Und es ist so schön bunt hier. Sag mal, Bert, wolltest du Helene nicht eine Frage stellen? Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch hierher gekommen, um Helene eine Frage stellen zu können. Ja, und das könntet ihr jetzt, diese Gelegenheit könntet ihr jetzt nutzen. Ja, magst du Tauben? Tauben? Ja, die kleinen Flatterviecher. Ja, ich mag generell sehr, sehr gerne Tiere. Ich liebe Tauben. Ja, ja, Bert. Diese Anmut, diese schönen Farben. Ja, das wissen wir, Bert. Aber sag mal, wir wollten Helene doch eigentlich was ganz anderes fragen. Und außerdem habe ich für Helene auch was gestrickt häkelt. Und das wollte ich ja auch noch geben, Bert. Aber Ernie, du kannst doch jetzt nicht einfach so Helene was fragen. Wir wollten das doch ganz offiziell machen. Wirklich, Bert? Ja, pass auf. Ja, aber heute ist doch ein offizieller Anlass hier. Ja, eben. Florian hat recht. Pass auf. Ja. Liebe Helene, du bist so schön. Das wollte ich nicht sagen. Ich hab's gesagt, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass du kannst so schön singen. Und wir können auch singen. Ja. Und wir würden gerne, also wenn das na, du, wann wir kennen, also warum, was wollte ich noch mal fragen? Bert, es ist doch so, also ich weiß nicht, liebe Erfurter, ob ihr es wusstet, aber die Sesamstraße feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Ja. Viermal. Ah ja, und wenn man Geburtstag hat, dann darf man sich doch was wünschen. Und unser allergrößter Wunsch, Helene, ist, dass wir mit dir zusammen ein Lied singen. Und deshalb wollten wir dich einladen in die Sesamstraße. Oh, aber das ist ganz süß von euch. Dankeschön. Das heißt, du kommst? Na klar. Ah, jetzt! Da haben wir schon, da haben schon ganz viele tolle Künstler bei euch gesungen. Danke. Schön. Das wird bestimmt ein Erlebnis. Also da bin ich schon sehr gespannt dann auf euer gemeinsames Lied und auf den Auftritt in diese. Helene möchte dich noch küssen. Aber die hat einen ganz gefährlichen Lippenstift, siehst du? Da ist mal ganz rot. Danke, da will ich mich nie wieder waschen. Du bist Bert enttäuscht, den muss er auch noch. Ach so, ja, du auch noch, natürlich. Das siehst du. So, jetzt. Wunderbar. Wir bedanken uns für euren Besuch. Und was habt ihr dafür? Das ist auch noch für Helene. Ja, den habe ich gerade hinter der Bühne gestrickt. Ihr habt alles so toll gestrickt und gehäkelt. Da habe ich gedacht, das kann ich auch. Sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Damit du nicht heißer wirst, Helene, habe ich dir einen Schal gestrickt. Mhm. Dankeschön. Der sieht aber genauso aus wie der Pulli, den ich seit 2 Wochen suche. Ja, Bert, da wollte ich noch mal mit dir drüber sprechen. Also, meine Güte. Das geht lustig weiter mit euch. Jetzt pass auf. Ihr wolltet ja singen mit Helene. Wir könnten das heute mal ausprobieren. Oh, klasse. Singt ihr mit, wenn Helene jetzt für uns noch eine Zugabe singen würde? Also wir singen mit Helene, aber mit keiner anderen. Mit keinem anderen, ja. So heißt ja auch der neue Hit von dir. Und dieses Lied würden wir natürlich jetzt gerne als Zugabe hören. Welchen Text müssen wir lernen, damit wir mitsingen können? Ganz einfach. Mit keinem anderen. Das ist das Einzige, was man mitsingen muss. Mit keinem anderen. Okay, also das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, du gehst auf die Bühne, wenn du so lieb bist. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich darf das Startkommando geben. Und wir singen noch mal gemeinsam mit Helene Fischer.